Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Escape from Tarkov. Wir sind wieder unterwegs hier und versuchen, den Ausgang aus dem Wald zu finden. Das Problem ist nur, wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, wir haben zwei Leute weggeholt und wir haben eine Schüssel gefunden und so weiter. Wir müssen jetzt nur mal schauen, wie es denn weitergeht. Ja, ob wir denn erfolgreich hier fliehen können. Wir haben 100 Minuten Zeit insgesamt. Ich weiß nicht, wir sind bei 26 oder sowas. Ja, und ich versuche mich zu bessern auf jeden Fall, aber wir haben jetzt schon mal zwei Typen weggerotzt und haben überlebt. Auch wenn es einmal sehr, sehr knapp war. Aber bis jetzt ist es sehr lange ruhig gewesen. So, wir können hier wieder was looten. Wir sollten aber uns nicht so viel Zeit damit... Aber wir müssen echt gucken, dass wir wirklich hier mal... dass wir weiterkommen. Die Frage ist halt nur bei dem Spiel, wie hoch ist die... Oh, eine Batterie. Oh, oh, warte mal, können wir damit... wie hoch die Langzeitmotivation ist, ne? Ob wir dann irgendwann sagen, ey, geil. Oder ob man dann sagt, okay, ich habe jetzt schon mehrere Raids gemacht, reicht mir dann. Da muss man dann einfach mal abwarten. Wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt schon hier, einmal das Factory müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Um den Ausgang da zu finden. Boah, wie groß ist eigentlich diese Welt? Aber es bleibt spannend. Lange niemand mehr gesehen, ne? Wozu haben wir jetzt eine Batterie dabei? Die kostet doch nur an Gewicht. Naja. Okay, wir suchen mal weiter. Keys auf jeden Fall. Wofür sind die Keys gewesen? Ich hoffe nicht, dass die Keys für das Tor... Also wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, was ich meine. Oh, was ist das denn hier? Für das Tor nach außen ist? Zu diesem Atomreaktor oder was? Ich glaube, das soll immer die Map-Begrenzung sein, oder? Kann das sein? Ich laufe mal ganz kurz hier die Mauer ab. Umso mehr Gewicht wir natürlich mit uns tragen, umso schlimmer wird's. Ich glaube, das ist einfach die Map-Begrenzung. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Vielleicht ist die Aufgabe ja, den Key zu finden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man fliehen muss. Escape natürlich. Aber wie hier auf der Map der Escape, die Escape-Möglichkeit aussieht, ist dann die Frage. Okay, guck mal, hier kommen wir auch nicht weiter. Dann geht's weiter. Kein Problem. Gehen jetzt mal ein bisschen weiter nach links rüber. Rechts waren wir ja gerade. Wofür waren die Schüssel? Wir haben ja mehrere, ne? Guck mal, wir haben hier Room. A door room key with... Also das ist 218. Okay. Wo ist Raum 218? Viele mysteriöse Sachen hier gerade. Also man wird hier als Spieler schon mega reingeschmissen und muss dann gucken, wie man klarkommt. Okay. Was ist das da vorne? Ein Zeltlager? Oder ein Auto oder was ist das? Sehr auffällig hier, ne? Okay. Nimm die Dose, Mann. Ach, scheiß auf. Sind in Nähe des Flugzeugs wieder. Das ist Raum 218. Ah, ich bin den ganzen Tag überlegen. Aber nicht zurück zu diesem Tor gehen. Richtung Atomreaktor. Das würde für mich nur Sinn ergeben. Vielleicht kannst du so einen Schlüssel dafür eine Tür da benutzen, aber ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es nicht. Na, wir haben keine Map. Minuten. Sag mal, wie leergefegt hier? Wo sind denn alle? Oh je, was ist das? Oh nein, wir haben kein Night Vision dabei. Wo geht's denn jetzt hin? Scheiße, wir haben kein Night Vision. Vielleicht finden wir ja eins hier. Ich kann's eingepackt, oder was? Ja, das wäre jetzt ein Glück. Aber... nein. Okay, Leute, das wird jetzt spannend. Wir haben eine Batterie, ein Flashlight oder sowas. Ein Zippo, wir haben Zippo. Wie können wir das benutzen? Kannst du das irgendwie benutzen? Kannst du das in die Hand tun oder sowas? Ah, das muss doch irgendwie gehen. Wozu habe ich das denn jetzt? Das ist doch nicht machbar. Kann ich das nicht usen? Alter, aber ernsthaft, ich habe einen Zippo und kann das nicht benutzen. Ich sehe hier nichts. Was ist das hier? Okay, da ist noch eine Kiste. Auch nichts, hier war bestimmt jemand. Die geheime Höhle, Leute. Okay. Ist das so eine Art Bunker hier, oder was? Guck mal, es ist alles leer. Wo ist der Ausgang? Da. Die können wir auch noch benutzen, oder? Ja. Komm, 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 komm. Ah, fuck, Alter. Nix. Sehr einladend. Scheiße, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Mann, warte mal. Links von uns war eine Mauer. Okay, wir versuchen einmal uns da wieder ran zu orientieren. Ist aber krass, dass es hier so viele, dass es hier noch unterirdische Gänge und sowas gibt. Aber ihr habt es gesehen, es war leer gelootet. Da müssen wir, glaube ich, hin, aber ich weiß es nicht. Dachte, dass er die erst vielleicht in die Hand nimmt. Ich wusste nicht, dass er direkt wie ein Irrer die wegschmeißt. Oh Mann. Okay. Hier waren wir noch nicht. Doch, oder? Könnten links weitergehen. Dem Häuschen waren wir schon, genau. Jetzt gehen wir mal links weiter. Gucken dann mal weiter. In diesem Gebiet waren wir noch nicht. Mann, 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 Mann. Ah. Mist. Okay, sie haben aber ein bisschen an die Physik gedacht. Das ist ja schon mal eine Nummer. Okay, wir durchsuchen mal dieses wunderschöne Jäckchen hier. Nee, 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 nee. Nee. Was ist das? Eine Batterie. Sollten wir mitnehmen, wenn wir eine Taschenlampe finden sollten.
Achso, brauchen wir nicht. Kommen wir da hoch? Nö. Können einfach durch die Leiter durchlaufen, okay. Ja, seitlich so springt, ne? Hier ist ein sehr großes Areal hier. Vielleicht wird sich der Schlüssel ja hierfür irgendwie nützlich zeigen. Hier waren wir schon drin. Ich gehe mal hinten weiter raus. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier lang müssen. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Da geht's weiter. Das ist der Ausgang? Wir müssen gleich mal auf unser Essen und Trinken achten. Wohin geht's hier? Gar nicht gesehen da. Nochmal durchsuchen, sorry. Okay, wir müssen was trinken. Mist, wir haben keine Cola mehr. Vaseline, ja wow. Doch, warte mal. So, schön rein damit. Gluck, 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 gluck. Okay, sieht doch schon mal besser aus. Durchsuchen wir das mal hier. Tape. Hm. Tape ist nicht wichtig für uns gerade. Ist das PSU? Für PCs. Okay. Oh. Das haben wir aber, glaube ich, schon. Ja. Nix. Hm. Kriegen halt immer Erfahrungspunkte, wenn wir looten, ne? Painkillers. Okay, nice. Kriegen Painkillers, wenn wir hier langlaufen. Das klingt sehr einladend auf jeden Fall. Oh. Okay, wohin geht's jetzt? Oh. Ich kann leider kein Russisch. Wir gucken mal durch, ob wir hier was finden. Nein. Warum ist hier unten immer alles leer? Das ist sehr, sehr seltsam. Okay. Oh. Oh. Ganz viel Munition, ja. Was ist das hier? Oh! Komm. Mach auf. Das gibt's doch nicht. Ging das nicht auf? Komm, wir versuchen einfach mehrmals. Komm! Können wir die Schüsse benutzen? Was steht denn hier? Kack doch die Wand an. Jetzt eine Granate. Mach auf! Leute, das ist bestimmt der Ausgang. Das gibt's doch nicht. Wozu ist der bekackte Schlüssel?
Komm da nicht rein. Wir müssen weiter. Wir müssen uns das irgendwie hier merken. Oh Gott, ey. Was ist das da vorne? Hey. Ein Haus. Ein seltsames Haus. Mit Zigaretten. Marlboro. Ganz ehrlich, Leute, wir waren jetzt überall auf der Karte fast. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch jetzt irgendwie mal hier zur Potte kommen. Oder wenn der Seeträume war. Ich glaube, wir laufen jetzt gerade wieder zurück. Wir hätten die Granate nicht verschwenden dürfen. Was ist das? Warte mal, haben wir es gefunden? Was passiert jetzt? Was ist jetzt los? Survived. Wir haben es überlebt. Warum? Wir haben es geschafft. Ja, aber was? Okay, next. Body lost, okay. Left leg war damaged. Wir haben unsere Energie geheilt. Haben wir 7 Kilometer gelaufen? Alter. Wir sind Level 6 oder was? Ja, was ist jetzt? Wie viele Erfahrungspunkte haben wir denn? Achso, 4170. Okay. So, Leute, dann würde ich mal sagen, gemeistert, oder? Also, wenn das Ende auch überraschend kam. Ich hätte nur gerne gewusst, wohin diese eine Tür geführt hat. Wenn wir jetzt mit hier drauf gehen, seht ihr, ja, die ganzen Sachen sind natürlich, wir haben jetzt hier, die können wir jetzt ins Inventory packen und für den nächsten Raid nutzen. Könnt ihr mal gucken, dass wir dieses Custom noch spielen werden. Also, das hier, warte mal. Customs, ja. Industrieller Park, Victory, aber ist das nicht das gleiche wie das hier? Nein. Okay, und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei einer weiteren Folge von Escape from Tarkov. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein positives Däumchen da lasst, weil wir es geschafft haben, ja. Bis zum nächsten Mal.